zieh deinen Sweater an und bring uns Whisky. Ich mache uns Feuer und dann essen wir. Vor allem bring das mit zum Rauchen. Ich bin nicht hier, um rumkommandiert zu werden. Ich brauche deinen Rat. Du bist doch so ein großer Dichter. Du bist kein General, Hammond, und ich bin nicht dein Bursche. Wenn du wirklich nicht schreiben kannst, musst du dir eine andere Arbeit suchen. Zum Beispiel Kellnerin. Oder vielleicht Feuerwehrmann, da könntest du Hauptmann werden. So schlecht finde ich das gar nicht. In einer kleinen Provinzstadt, eine Feuerwache, ein schöner Helm. Und ich bin der Bürgermeister. Wieso bist du der Bürgermeister? Es muss dich doch einer ernennen. Ich hab mich festgefahren in meinem verdammten Stück und dir ist das egal. Bloß weil du selber nicht mehr schreibst. Ich will dir mal was sagen, Nelly. Ich schick dich auf eine Reise nach Paris. Will aber nicht nach Paris. Wieso nicht? Es ist eine aufregende Stadt. Dort schreibst du dein Stück zu Ende, amüsierst dich ein bisschen und triffst deine Freundin Julia. Du weißt ganz genau, dass Julia nicht in Paris ist. Na schön, dann fahr dahin, wo sie ist. Fahr nach Spanien, die haben da gerade Bürgerkrieg und du kannst ihnen vielleicht gewinnen helfen. Du bist ein Raufbold. Ich bin kein Raufbold. Nenn mich nicht Raufbold. Das klingt ja, als wäre ich der Kettenhund von nebenan. Du bist aber der Kettenhund von nebenan, Lilly. Auch wenn du dich der verrückten Illusion hingibst, du wärst ein Cockerspaniel. Hier kann ich nicht arbeiten. Na, dann arbeite nicht hier. Arbeite woanders. Was hast du denn bisher schon so Bedeutendes geleistet? Hm? Niemand wird dich vermissen. Der Augenblick für einen Berufswechsel ist denkbar günstig. Du hast mich in die Schreiberei hineingeredet, Dashel. Du warst derjenige, der gesagt hat, halte durch, Kind. Du hast Talent, Kind. Du hast mich mit diesem Gerede nur weich gemacht. Ach, und jetzt sieh mich an. Wenn du dich ausweinen willst, dann geh in die Wüste. Tu es nicht hier bei mir. Wenn du nicht schreiben kannst hier, dann geh woanders hin. Oder gib's auf. Kauf dir einen Gemüseladen. Wäre Bergarbeiter. Nur tu eins nicht. Jammern. Das Vertrauen in mein Gedächtnis war nie sehr groß. Obwohl ich glaube zu erkennen, wann die Wahrheit durch ein Geschehen oder durch meine Fantasie verzerrt ist, aber absolut sicher bin ich in allem, was mit Julia zusammenhängt. Thank you.
frohes neues Jahr, Großmutter. Ein frohes neues Jahr, Julia. Frohes neues Jahr, Großvater. Wieso gab es Eis in der Mitte vom Essen? Weil es den Geschmack neutralisiert zwischen Fisch und Fleisch. Wer soll denn das sein? Das ist meine Mutter. Oh Gott. Er hat sich gerade neu verheiratet. Wo lebt deine Mutter? In Schottland. Meine Mutter hat dort ein feudales Schloss. Warst du schon da? Einmal. Und wie ist es? Lauter feudale Leute mit feudalen Titeln. Wer waren sie denn? Das weiß ich doch nicht mehr. Die haben mich doch nicht interessiert. Sind alle sehr reich und berühmt. Sie haben nur Hallo zu mir gesagt. Und mehr weiß ich nicht. Silberne Perle auf einer Nackttänzerin. Ich bin in Paris und ich bin eine silberne Perle auf einer Nackttänzerin. Und ein romantischer Franzose betritt mein Zimmer. Und er trägt mich fort in die dunklen Pariser Nächte. Und er bringt mich in seine Villa. Il m'embrasse, il me promet le monde entier. Und was war dann? Oh, ich bin in Ekstase. Was war denn dann? Du musst Französisch lernen. Ich bin in Paris. Ich bin in Paris und ich bin eine silberne Perle. Moment, es fällt mir gleich ein. Ich bin in Paris, ich bin eine silberne Perle an einer Nackttänzerin. Ich bin in Paris, ich bin eine silberne Perle auf einer Nackttänzerin und draußen befinden sich Renoir und Degas. Ich bin in Paris, ich bin eine silberne Perle auf einer Nackttänzerin und draußen sind Renoir. Und innen ist alles so hart und heiß. Warst du schon dabei? Ein frohes neues Jahr, Julia. Ein frohes neues Jahr, Lilly. Ich kann nicht mehr sagen, ob ich je ein Wort wie sanft oder stark oder lieblich gebraucht habe. Aber in jener Nacht war es für mich das schönste Gesicht, das ich je gesehen hatte.
Vielleicht könnte ich wirklich besser woanders arbeiten. Dash? Wenn ich nach Paris ginge und ab... Bist du überhaupt wach? Bin ich schuld, dass du nicht mehr schreibst, Dash? Nein, dass ich nicht schlaf, Lady. Du bist schuld, dass ich nicht schlafen kann. Was war mit Paris? Was war mit Rom, hä? Du hörst hier nicht zu. Ich höre wohl zu. Sag mir doch, was du hast. Ach, ich will hier nicht mehr bleiben. Nicht bei denen. Ich hasse sie allesamt. Warum? Sie haben mich nach Kairo mitgenommen. Sie haben mir gesagt, wie schön Kairo wäre, aber es war es nicht. Ich sagte zu meinem Großvater, sieh dir diese Menschen an. Sie haben Hunger, sie sind krank, warum tun wir nichts dagegen? Und er sagte, schau einfach weg. Ich sagte, sie sind doch krank. Da sagte er, ich habe sie nicht krank gemacht. Was war mit Paris? Was war mit Rom, hä? Du hörst hier nicht zu. Ich höre wohl zu. Meine Mutter wohnt, leben die Angestellten im Keller. 18 Menschen in 3 Zimmern, keine Fenster, ein Badezimmer. Es geht nicht. Das ist Unrecht, Lilly. Das verstehst du doch. Ich habe Nachricht aus Oxford, von der medizinischen Fakultät. Ich bin angenommen worden. Wann fährst du hin? Ende dieses Sommers. Du musst jetzt gehen. Wiedersehen. Die Zeit wird mir lang werden. Du musst das anders sehen. Das nächste Mal haben wir dann so viel Neues zu berichten. Alle Besucher werden höflich gebeten. Bitte schreib mir. Natürlich schreibe ich dir. Arbeite fleißig und riskier was. Trau dich. Hast du gehört? Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Eine lange Zeit verging, bis ich sie dann besuchte, in Oxford. Es gibt einen Moment im Leben aller Frauen, wenn ihre Kindheit zu Ende ist. Ihr Körper steht dann in voller Blüte, Anmut und Kraft. Genau das war in diesem Jahr mit Julia geschehen. Hast du viele Freunde hier? Nicht viele. Gehst du ins Theater? Nein, dazu habe ich keine Zeit. Aber wir sind doch immer ins Theater gegangen. Wenn dein Stück einmal fertig ist, dann gehe ich wieder hin. Wie kommst du vorwärts? Oh, ich arbeite immer noch am Verlag. Ich wünschte, ich könnte mich ganz dem Stück widmen. Hast du einen Freund? Nein. Hast du einen? Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Ich hatte einen, aber es war nichts. Was liest du jetzt? Darwin, Engels, Hegel. Einstein. Verstehst du etwa Einstein? Na klar. Vor, im nächsten Sommer nach Hause zu kommen? Nein, ich will nach Wien. Ich möchte mein Medizinstudium dort abschließen. Und dann werde ich mich um einen Studienplatz bei Professor Freud bewerben. Wirst du das können? Ich meine, ich weiß, dass du das kannst, aber toller Wetter. Ich denke schon, dass ich eine Chance habe. Doch, ich glaube, er wird mich annehmen. Lilly, du musst nach Wien kommen. Dann wirst du wissen, was du schreiben musst. Die Menschen werden dort wach, auch die aus Arbeiterkreisen, die nie vorher eine Chance im Leben hatten. Sie haben sich einen ganzen Stadtteil gebaut in Floridsdorf. Sie haben ihr eigenes Orchester, ihre eigene Zeitung, die Beste in Wien. Oh, Lilly, es gibt endlich eine Hoffnung für die Welt. Verstehst du das? Doch, ich verstehe schon. Aber ich hatte es nicht verstanden. Nicht wirklich. Wer von uns hatte das schon? Von Zeit zu Zeit hat sie mir geschrieben. Sie fuhr fort mit ihrem Medizinstudium an der Wiener Universität. Aber im Laufe der Jahre wurden ihre Briefe immer zorniger. Sie ahnte die Gefahr des Faschismus und der Nazis. Sie schrieb von Mussolini und Adolf Hitler und an den Massenmord, der sich anbahnte. Sie konnte nicht verstehen, dass die Welt nicht begriff, was ihr bevorstand. Ich beschloss, Hermes Vorschlag anzunehmen. Ich wollte feststellen, ob ich woanders besser arbeiten könnte, eben nicht zu Hause. Ich fuhr wieder nach Europa. Nach Paris. Julia! Hier ist Lillian! Das bist du doch nicht! Du klingst so fremd! Ich kann's doch gar nicht glauben! Mein Gott, war das lang! Hat man dir denn nichts ausgerichtet? Ich versuche seit Wochen, dich zu erreichen. Es geht mir herrlich. Ich bin in Paris. Wann können wir uns sehen? Ich schreibe hier mein Stück zu Ende. Hast du denn meinen Brief nicht bekommen? Hast du was? Das ist schwierig. Hallo! Hör mal, ich komme nach Wien zu dir. Warum denn nicht?
irgendwo treffen. Ich komme dir auf halbem Weg entgegen. Ja, Hotel Jacob. Ich war nicht ab, bevor ich keine Nachricht von dir habe. Aber du hast doch was. Hallo! Dash, ich versuche mich auf mein Stück zu konzentrieren, aber ich fühle mich todkrank. Und es gibt keinen anderen Grund für meinen elenden Zustand als pure Angst. Etwas sehr Böses ist hier los, Dash. Etwas Beängstigendes und Böses. Und ich glaube, dass es unser aller Leben verändern wird. Und nicht nur in Paris. Was wird mit Julia passieren? Sie studiert immer noch in Wien. Thank you.
passiert? Oh mein Gott, ist es sehr gefährlich? Aber natürlich komme ich. Sagen Sie ihr bitte, ich komme. Ich komme sofort. Ja, aber wo finde ich sie? Ihre Freundin. Sie hat Schmerzen. Sie braucht Ruhe. Ist besser, wenn's ging. Ja? Fräulein! Da ist ein Hotelzimmer reserviert. Hotel Imperial. Ein Zimmer im Hotel Imperial reserviert. Ein Zimmer ist im Hotel Imperial reserviert? Ja. Angenehme Tage in Wien, Fräulein Hellmann. Wer hat das Zimmer bestellt? Herr von Fritsch, Fräulein Hellmann. Er hat mir gesagt, ich soll Ihnen bestellen, es wäre alles arrangiert und für Ihre Annehmlichkeit gesorgt. Wohnt Herr von Fritsch hier im Hotel? Nein, gnädiges Fräulein, er wohnt nicht hier. Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann, diesen Herrn von Fritsch? Das ist mir leider nicht bekannt, gnädigste. Er kam und ist sofort wieder weggegangen.
306. 306. Sie schläft noch nach der Operation. Kommen Sie bitte erst morgen wieder. Was für eine Operation? Entschuldigen Sie, was für eine Operation? Sie muss jetzt schlafen. Aber warum hat man sie operiert? Kommen Sie bitte morgen wieder. Was für eine Operation? Kommen Sie morgen wieder. Nein, ich werde nicht wiederkommen. Ich werde hier bis morgen warten. Ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ich verstehe nicht, was du meinst. Therapie. Was ist geschehen? Therapie.
fahr zurück nach Paris. Hinterlasse deine Adresse im Hotel. Sie wollen mich woanders hinschaffen. In Liebe, Julia. Ich blieb monatelang in Europa, um sie zu finden. Wartete auf ein Lebenszeichen von ihr. Aber vergebens. Bitte, sprechen Sie doch etwas langsamer. Ich kann einfach nicht verstehen, was Sie wollen. Moment. Bleiben Sie am Apparat. Ich bin viel zu aufgeregt. Hätten Sie eine Sekunde Zeit? Bedauere. Entschuldigen Sie, Madame. Ich habe viel Zeit. Sie sagen, sie wäre nie dort gewesen, Madame. Sie müssen Ihren Namen geführt haben. Ich war selber dort. Ich habe Sie gesehen. Bitte schauen Sie noch einmal nach. Sie war bestimmt dort. Einen Moment. Nein, Madame, in dem Krankenhaus ist sie nie gewesen. Ich habe sie gesehen. Ausgeschlossen, dass Sie nicht wissen, wo sie ist. Madame, Sie haben den Namen nie gehört. Den Versuch, das Stück zu schreiben, hatte ich aufgegeben und war zurück nach Hause gefahren. Kurze Zeit darauf bekam ich einen Brief mit dem Poststempel aus Wien. Ich könnte ja nach London schreiben, an ihr Postfach. Sie sagte, ich solle mich nicht sorgen. Und eines Tages, das wisse sie ganz sicher, würden wir uns wiedersehen. Ich versuchte, mein Stück zu Ende zu schreiben. Es wird schneien, Dash. Dash! Du wolltest doch eine ernste Schriftstellerin werden. Dafür haben wir gearbeitet, das hat mir gefallen. Ich weiß nicht, was los ist, aber das solltest du zerreißen. Nicht, dass es schlecht wäre, aber nicht gut genug.
Nicht für dich. Das ist das beste Stück, das seit langer Zeit geschrieben wurde. Das beste Stück im Jahr, darf ich mal
gratuliere, Lillian. Dein Stück war ein Riesenerfolg. Wundervoll. Dash? Ich hoffe, ich habe dich aus deinem schönsten Schlaf geweckt. Willst du die große Neuigkeit hören? Die finden mich wundervoll. Ich bin die große Sensation. Absolut alles ist gekommen. Du musstest ja nach Hollywood. Natürlich bin ich betrunken. Seit 2 Tagen bin ich betrunken. Wie hätte ich sonst den Abend durchstehen können? Mit wem bist du im Bett, Dash? Nein, ich denke nicht daran, dir die Kritiken zu schicken. Aber Dash, der 2. Tag war fabelhaft. Du hattest natürlich in allem recht. Und das weißt du ja. Wann kommst du nach Hause? Liebe Julia, ich habe dir mein Stück geschickt. Hast du es jemals bekommen? Es ist am Broadway herausgekommen, so wie wir es uns immer ausgemalt hatten. Und es war ein Riesenerfolg. Wenn du nur dabei gewesen wärst, dann hätte ich mich vielleicht nicht so betrinken müssen. Ich habe schon so lange nichts mehr von dir gehört. Wenn das dein Glück ist. Es ist mein gutes Recht, einen Zobel zu besitzen. Vielleicht soll ich mein Geld Roosevelt geben. Das könntest du auch machen. Ich würde bestimmt schick aussehen in einem Zobel. Ich finde es schön, berühmt zu sein. Hm? Weißt du, wie das ist, wenn ich unser Essen einkaufen gehe? Ich bin berühmt. Ich kaufe Mayonnaise ein und ich bin berühmt. Ich kriege Briefe von Leuten aus Idaho. Ich weiß nicht mehr, wo Idaho ist. Du hörst mir hier überhaupt nicht zu. Ich höre genau zu, Lilly. Dash, ich möchte nicht, dass du denkst, ich interessiere mich für nichts außer Zobel. Das weiß ich, Lilly. Du bist schon lange eine Berühmtheit, Dash, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es dich irgendwie berührt. Eine blödsinnige Unterhaltung. Was ist das schon? Erfolg, Lilly. Doch bloß Tünchen. Wenn du dir ins Hobel wünschst, kauf ihn doch. Nur solltest du wissen, dass das nichts mit dem Schreiben zu tun hat. Das ist ein Zobelmantel und hat mit dem Schreiben nichts zu tun. Auf jeden Fall wirst du niemanden finden, der besser Fische fangen kann als ich. Nein, niemand. Nicht, solange ich lebe. Warum willst du nicht mit mir nach Russland kommen, Dash? Weil ich nicht nach Russland will. Warum denn nicht? Ist das russische Theater nicht sehen? Das russische Theater interessiert mich ein Dreck. Komm doch mit nach Russland, Dash. Jetzt können wir ein bisschen in Paris bleiben, den Eiffelturm bewundern.
Jetzt hat man dich nach Moskau eingeladen. Warum? Hat es politische Gründe? Nein, eigentlich nicht, Anne-Marie. Es ist mein Theaterfestival. Oh, hast du schon von der Sache von McPhee's Sohn gehört, dem Jüngsten? Er wurde getötet in Spanien. Stell dir vor, du hast deinen Bruder, der als Kommunist stirbt. Natürlich tut es mir leid, dass er tot ist. Aber warum musste er sich da auch hindringen? Übrigens, ich habe versucht, Julia in Wien zu besuchen. Aber sie hat sich geweigert, mich zu treffen. Sie führt ein merkwürdiges Leben. Sie lebt so, als wäre sie arm. Sie tut etwas, das nennt sich antifaschistische Arbeit. Ihr Medizinstudium hat sie wohl aufgegeben. Ja? Hast du mal von ihr gehört? Nun ja. Nett, dass du Zeit für mich hattest. Du bist entsetzlich mager geworden, Lilian. Dankeschön, Anne-Marie. Nein, also Russland, mein Gott, ausgerechnet. Sind doch da stehen, wenn es ihm Spaß macht. Wir fahren nach Paris, Lilly. Wo bleibt der Wein, Stuart? Sieh mal, jetzt winkt er uns. Kaum zu glauben, er schwenkt seinen Hut. Ausrichten! Dieses Telefon in Wien ist wirklich fürchterlich. Können Sie etwas aufschreiben? Nein, das genügt nicht. Sie müssen es aufschreiben. Also gut, danke. Schreiben Sie bitte. Lilian ist in Paris im Hotel Meurice. Sie bleibt 2 Wochen hier und fährt dann. Sie könnte auch über Wien reisen, um sie zu treffen. Hallo. Hallo. Augenblick. Hör doch auf, Alan. Alan, warte doch. Warum trittst du nicht gleich die Tür ein zum Donnerwetter? Es ist 8:20 und wir werden um 8:30 bei den Murphys zum Cocktail erwartet. Cocktail? Oh, warte mal, lass mal den Knopf auf. Alan. Mit wem hast du da geredet? Dottie, kannst du mir das dämliche Kleid zuknöpfen? Wir sind eine halbe Stunde zu spät und wir sollen bei den Rothschild sopieren. Kannst du ihm sagen, er soll sich beruhigen? Er hat Angst, wir versäumen Hemingway. Mit wem hast du telefoniert? Hemingway? Er ist zurück aus Spanien. Na nu, wieso hast du eine Einladung zu Louise Villemorin, Darling? Dottie, haben wir eine Einladung zu Louise Villemorin? Kannst du ihm sagen, er soll nicht in meinen Papieren rumspielen? Sei nicht so indiskret, Alan. Hemingway, Hemingway und Cocteau mit roter Krawatte. Und die Creme de la Creme. Im Grunde seiner Seele ist er furchtbar oberflächlich.
amüsiert, Lillian? Lillian ist müde. Ja, ich halte ja schon den Mund. Geht schon hinauf. Wie du befiehlst. Ich will nur sehen, ob eine Nachricht für mich da ist. Bonsoir. Oder bonjour. Guten Morgen, Madame. Hellmann, 228. Merci beaucoup. Du bist zu albern. Bonjour, monsieur. Oh, merci. Pourquoi, madame? Madame Hellmann? Ja? Ich bin hergekommen wegen Ihrer Fahrkarten und Ihrer Reisepläne. Was? Miss Julia hat mich gebeten, Sie aufzusuchen. Ich habe Ihre Reisebroschüren. Was ist denn passiert? Ist irgendwas mit Julia? Glauben Sie, es gibt hier ein Ei, eine heiße Milch und Brötchen? Bezahlen könnte ich es allerdings nicht. Ja. Guten Morgen. La salle à manger est encore fermée, madame. Ja, ja, wir wollen auch nur frühstücken. Bitte sehr, madame, bitte. Sehr freundlich, Das ist mein Freund Johann. Er wird dir sagen, was ich brauche, aber ich sage dir, zwinge dich zu nichts. Wenn du es nicht kannst, dann kannst du es nicht. Keine Schande. In Liebe, Julia. Es ist mir sehr peinlich, dass ich nicht bezahlen kann. Aber vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht später einmal. Bestimmt. Danke für das wunderbare Frühstück. Könnten wir jetzt in die Theorien gehen? Garçon? Ich kann nicht lange bleiben, die Zeit ist zu kurz. Es ist noch sehr viel zu tun. Wenn ich nicht allzu höflich bin, so werden Sie es verstehen. Ja, natürlich. Sie sind höflich, ich finde Sie sehr höflich. Sie wollten über Wien nach Moskau reisen. Ja? Wir möchten Ihre Reiseroute etwas verändern. Wir möchten, dass Sie über Berlin fahren. Warum? Sie müssen sofort abreisen. Sie brauchen ein deutsches Visum. Sie bleiben nur ein paar Stunden in Berlin und steigen dann um den Zug nach Moskau. Tut mir leid, aber Sie müssen sich schon deutlicher ausdrücken. Wir möchten, dass Sie für uns $50,000 hinübernehmen. Wir meinen, Sie kommen bestimmt durch, aber garantieren können wir für nichts. Das Geld kommt von Julia. Wir können damit viele Menschen aus dem Gefängnis freikaufen und auch viele, die sonst bald drin wären.
Vielleicht sollte ich es erklären. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir arbeiten gegen Hitler. Wir haben keinen gemeinsamen Glauben, keine Religion. Die Leute, die Sie treffen werden, die das Geld abholen, falls Sie zustimmen, waren ein paar kleine Verleger. Sie sind Katholiken, Kommunisten. Jeder glaubt, was er will. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja. Wir sind uns bewusst, dass Sie nicht die geeignete Person sind für diese Mission, denn Sie sind doch Jüdin. Aber unglücklicherweise haben wir niemand anders, den wir bitten können. Julia sagte noch, ich muss in Ihrem Namen